Jetzt habe ich einen Gast hier bei mir im Studio, Jan aus unserer Redaktion. Hallo Pascal. Hi. Und Jan erzählt uns ein bisschen darüber, wie Streamingdienste funktionieren. Du hast mehrere getestet. Welche waren das denn? Ja, ich habe insgesamt 3 getestet. Deezer, Spotify und Radio. Welcher von den Streamingdiensten hat dir denn am besten gefallen? Oder wie ist das Angebot bei denen überhaupt? Also mein persönlicher Favorit ist Spotify, weil einfach alles gepasst hat. Also von der Handhabung und zum Beispiel der Handy-App oder der Smartphone-App hat einfach alles am besten gepasst. Was das Angebot angeht, haben alle Dienste über 20 Millionen Songs, Deezer sogar über 30 Millionen. Und was war besser als bei anderen Streaming-Diensten? Was war vielleicht besser bei Spotify als bei Deezer? Oder hat Radio vielleicht irgendwelche Funktionen, die es bei den anderen noch nicht gab? Ja, also eigentlich fand ich, was die App zum Beispiel angeht, Spotify am besten. Und auch das ganze Konzept. Man kann von verschiedenen Nutzern auch die Playlisten anhören, sofern die freigegeben sind. Man kann ganz viele eigene erstellen. Ich muss sagen, bei Deezer hat mich sehr der Flow überzeugt. Und zwar kann man angeben, welche Künstler man gerne hört. Und dann werden einem Lieder vorgeschlagen und man kann diese Lieder positiv oder negativ bewerten. Bei Radio muss ich leider sagen, dass die App mich nicht besonders überzeugt hat. Das wirkte alles etwas langsam. Es hat bei denen länger gedauert als bei den anderen. Du kannst ja mal unser Tablet eigentlich rausholen. Ja, genau. Und dann mal, ich habe was vorbereitet. Zum Beispiel von der, ja, wir haben was vorbereitet. Du kannst ja mal von dem Flow reden. Ja, also hier kannst du den, oder kann man den Flow sehen. Und wenn man auf Flow starten geht, dann werden einem Lieder vorgeschlagen aufgrund seines Interesses. Und zum Beispiel das nächste Lied, das gefällt mir gut, und dann wird das zu meinem Lieblingstitel hinzugefügt. Okay, vielleicht kannst du auch mal Radio einfach zeigen. Ja, also das ist das Design. Hier gibt es auch viele Neuheiten, neue Lieder und neue Alben und so weiter. Man kann auch zum Beispiel bei Trends nachgucken. Wie sieht das denn preislich aus bei den allen? Ist das Abonnement gleich teuer? Also oder? Das Grundabo ist kostenlos. Allerdings, um die Werbung zu umgehen, um eine bessere Klangqualität zu bekommen, muss man bei allen 3 Diensten bis zu 10 Euro bezahlen im Monat. Vielleicht als abschließendes Fazit von dir, welche App würdest du weiterempfehlen? Ich würde definitiv die Spotify-App weiterempfehlen. Das ist auch alles kostenlos. Allerdings wird die Wiedergabe von Musik immer wieder von Werbung unterbrochen. Das ist bei allen 3 so. Und in Kombination mit Spotify würde ich auch diese empfehlen, denn da kann man wirklich am besten neue Lieder kennenlernen, die auf dem eigenen Musikinteresse bestehen. Ja, hört sich doch eigentlich gut an, ne? Danke dafür, dass du dann für uns mal die Streaming-Dienste getestet hast.